Laut einer Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte sollen die Voraussetzungen für ein Verbot der Alternative für Deutschland erfüllt sein. Nach Angaben des Instituts gehe die AfD zur Durchsetzung ihrer rassistischen und rechtsextremen Ziele aktiv und planvoll vor. Die Partei arbeite daran, die Grenzen des Sagbaren und damit den Diskurs so zu verschieben, dass eine Gewöhnung an ihre rassistischen, nationalvölkischen Positionen auch im öffentlichen und politischen Raum erfolgt. In der Untersuchung mit dem Titel »Warum die AfD verboten werden könnte – Empfehlungen an Staat und Politik« heißt es weiter: »Es ist von elementarer Bedeutung für die Verteidigung der unabdingbaren Grundlagen der Menschenrechte und damit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass das Bewusstsein für die Gefahr, die von der AfD ausgeht, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch auf staatlicher Seite zunimmt.«